Ja, ich würde sagen, vielleicht gehen wir noch ein bisschen höher. Da kriegen wir bestimmt die Schlucht, die wir die ganze Zeit am Suchen sind. Was ist das? Hallo? Du bist bestimmt eine Kuh oder ein Hund. So, ui. Hund! Habe ich einen Knochen? Tatsache. Ich habe einen Knochen. Hallo Hundi. Hast du Bock mitzukommen? Komm mal mit. Ich brauche einen treuen Begleiter. Und sollte ich tatsächlich eine Schlucht finden, beziehungsweise, naja, wie ich ja schon gesagt habe, das ein oder andere Mal eigentlich quasi durchgehend wäre. Was ist das? Okay. Da verschlägt's mir glatt den Atem. Na, ihr? Weißt du was? Ich kann dich einfach nicht. Ne, komm mit. Komm. Wir machen das schon. Doch, nur du und ich. Nur du und ich. Ich drehe schon langsam durch. Merk. Boah, ist das ein. Kommen wir von da nicht her? Wie viele riesige Lavafälle gibt es denn noch? Jetzt mal im Ernst. Kennen wir das schon? Kommen wir daher? Ich bin total desorientiert. Was ist das denn hier? Da fällt selbst Hundi nichts mehr zu ein. Hallo? Noch ein Hundi. Wie viele Hundis wir bekommen? Ja, Herrschaftszeiten, Amoy. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Irgendwie müssen wir hier Nägel mit Köpfen machen. Ich würde sagen, wir müssen uns einmal. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken vor dem hohen Gras? Ja, ich bin leicht schreckhaft, ich weiß. Wir müssen irgendwie gucken, ob wir hier zumindest halbwegs in eine Höhle reinkommen. Ist das Hammer. Ist das. Erschreck mich nicht. Ist das Wahnsinn. Das ist so schön. Das ist wirklich. War hier. Hier sind Schafe, wisst ihr was? Am liebsten würde ich mir hier mein Lager aufschlagen. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Schaut euch das an. Ich weiß, wir haben eine Mission und ein eigentliches Ziel vor Augen, aber ganz ehrlich. Ich meine, gut, es klingt ein bisschen zu abgedroschen. Der Weg ist das Ziel. Aber ich meine, schaut euch das doch an. Und ich gehe eigentlich nur quasi deshalb. Das ist das schön. So, ich suche jetzt hier irgendwo einen Eingang. Scheiß, ja, doch, scheißegal. Irgendwo einen Eingang zu einer Höhle. Und wenn es noch so eine kleine, nichts aussagende Höhle ist, lass mich mal vorbei. Ja. Ich habe schon wieder Skelette gehört. Okay, irgendwo hier wird doch eine Höhle sein. Ich würde sagen, liebe Leute, das nehmen. Ui. Da hört man schon den Höhlensound. Hallo, Leute. So, Alter, hast du mich erschreckt? Du, pass mal auf. Komm mal mit, Hundi. Komm her. Ja, komm mal her. Du bewachst. Genau, du bewachst hier die Höhle. Und ich schaue mich hier mal um, ob man hier irgendwie. Kann hier irgendwo in der Höhle rein? Aha. Okay, das sieht jetzt aber nicht riesig höhlenmäßig aus. Ja, klasse. Ist eine richtig tiefe Höhle. Da hat es mich gerade umgehauen. Ach komm, weißt du was? Nimm die mit. Wir suchen einen anderen Eingang. Komm mit. Ja, klar. Ich lasse dich doch nicht hier. Ich höre doch. Ich habe doch wieder ein Skelett gehört. Auf welche Höhe sind wir eigentlich hier unten? Auf 65. Alter Schwede. Was ist das hier? Wie schön. Aber ich. Was? Wo zur Hölle? Wer war das? Habt ihr es gehört? Ich bin.
bin nicht schreckhaft. Ich bin lediglich ein wenig vorsichtig. Das ist schön hier. Boah. Ein Tintenfisch. Ich habe mich nicht erschreckt. So, da hinten sehe ich schon wieder... Ach, Kohle. Ohne Ende Kohle. Aber ich sehe hier verdammt nochmal keinen Eingang. Ne, du bist jetzt auch nur so eine kleine Vorschlucht oder so, ne? Alter Schwede. Da schluchze ich ja fast schon. Okay, der war aber aufgrund der aktuellen Situation wirklich mies. Aber ich bin genauso verzweifelt. Okay. Ich bin... Was? Ich bin ganz kurz am rekapitulieren. Ne, ich dachte, da ist ein Dorf. Ich war jetzt ein bisschen... Ich war kurz abgelenkt. Ich habe das ganz dumpfe Gefühl, dass wenn wir uns hier irgendwo reinbuddeln... Hund, hör auf! Dass wir hier tatsächlich irgendwie fündig werden. Aber ich glaube, wir werden jetzt erstmal schlafen. Wir werden hier draußen schlafen. Ja. Dann werde ich mich hier gleich oben nochmal umgucken. Ob es hier irgendwo noch eine Schlucht gibt. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir uns irgendwie hier reingraben. Ein allerletztes Mal. Und ansonsten, wenn das wieder nicht funktioniert, dann dauert das schon wieder zu lange. Ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Also in einigen Sachen haben wir richtig Pech, ne, mit dieser Map. Obwohl die Map so hammermäßig ist, die ist wirklich super. Wenn es um die Natur geht, ums Gelände. Aber das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Aber in Sachen Schluchten und Biome und sowas werden wir irgendwie quasi richtig im Stich gelassen. Was ich sehr schade finde. Frei dem Motto, man kann nicht alles haben. Ja, aber dann macht doch wenigstens mal, ja, so ein Kompromiss zwischen... Alter, sieht das Hammer aus. Immer wenn ich mich irgendwie beschwere, kommt irgendwie ein richtig, richtig hammermäßig aussehendes, Stück Karte. Da hinten sieht's auch nice aus. Aber wir wollten ja da hinten... Wenn wir jetzt da oben... Das wäre ja Quatsch. Nein, nein, nein. Wir gehen... Da war schon wieder dieses Maschinengewehr. Nein. Ich würde sagen, liebe Leute, wir graben uns gleich... Oder sollen wir hier außen mal rum? Uns mal angucken, ob wir da irgendwo runter... Pass mal auf. Hund, wo bist du? Komm mal her. Pass auf. Ich lass dich jetzt mal hier. Weil ich einfach nicht möchte. So. Weil ich einfach nicht möchte. Ja, ich habe kein Holz. Das ist interessant. Das passt wieder nicht, ne? Nee. Und nochmal. So, Eichendings kann man weghauen. Nein. So, dann nehmen wir das Boot. Schmeißen das Ding weg. Was? Wir haben jetzt wieder so viel. Ich würde sagen... Boah, das ist wieder nervig hier. Wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen die Taschen optimieren können. Plack. Na, wirklich gebracht hat das jetzt nicht viel. Super. So und so. Und so und so und so. Ne, eine Kohle fehlt, dann hätten wir mehr Platz. Jetzt sagen wir, ach, egal. Und du, dich schmeiß ich weg. Zum 10. Mal. Cobbles können wir auch ein bisschen uns frei machen von. Den können wir hier zusammenpacken. Kies müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Aber gut, nehmen wir mal mit. So, dann schwimme ich mal einmal hier rum. Ich schwimme hier rum. So. Gucken wir mal.
Sieht alles auch sehr schön aus. Ich gucke natürlich nach irgendeiner auffälligen Öffnung, einem Eingang. Liebe Leute, ich glaube, warum kann ich nicht... okay. Wie viel Kohle hier wieder rumliegt? Dieser Stuhl ist... Okay, Shift verlassen. Shift verlassen. Hallo? Okay, das klingt nicht vertrauensselig. Das ist gut. Da stürzen wir uns direkt rein. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Ich höre schon wieder Skelette. Und ich fürchte, das war ein Fehler. Nein, 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 nein. Hier ist Licht und da fehlt auch noch Licht. Ich meinte, Leute, jetzt komme ich. Aha, pass auf hier. Ja, komm. Komm hier, komm, komm. Du kriegst glatt einen aufs Maul. Was? Vielleicht zwei? Nein. So, nochmal. Na komm, da haben wir doch. Ihr miesen Viecher. Ja, komm. Oder du? Nein, 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 nein. Nein. Ich war das nicht. Ach du Schande. Also wer so begrüßt wird in einer Höhle. Wie tief sind wir? Wir sind jetzt auf 49. Doch, es geht. Doch, ich würde sagen, das ist angemessen. Da geht es ja noch weiter runter. Aber wir lassen uns nicht lumpen. Eins nach dem anderen. So. Wir wollen nichts auslassen. Vor allem wollen wir nichts unbeleuchtet lassen. Ja, komm her. Komm, ich klapp. Was? Ein aufs Maul. Und noch ein. Und noch. Nein, 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 nein. Ich muss mächtig aufpassen hier. Was ist denn hier los? Nee, das. Wo? I'm not afraid. I'm not afraid. Okay. Okay, okay, okay. Eisen nehme ich natürlich mit, nachdem ich ausgeleuchtet habe. Doch, ich glaube, also hier können wir wieder rohstoffmäßig einiges wegstecken. Wobei jetzt wieder die Frage ist, ich schaue mir das hier kurz an. Weiße Wolle bräuchte ich im Prinzip nicht. So, das tue ich hier hin. Oh, boah, das ist schwer. Viel Platz haben wir nicht, also es dürfte eigentlich... Alter, Batman, hör auf. Kohle lasse ich auch mal drin. Aber Eisen natürlich nicht. So, damit ich gleich sofort wieder rauskomme. Weil wie ein Häschen in der Grube möchte ich jetzt nicht enden. Da hinten ist auch nicht ausgeleuchtet. Oh, das ist nicht wirklich... okay. Sollen wir... Uiuiuiuiuiuiuiui. Hier geht es mir aber zu unsicher runter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da schlage ich mir doch den Weg nach unten, glaube ich. Nennt mich ruhig Sissy. Das bin ich gut und gerne. Ach, guck mal an. Aha. Der Herr Creepermann. Hallo? Warte mal, da habe ich doch eine Idee. Funktioniert das? Nee. Warte mal, hier müsste ich wegmachen. Da. Oh, nein, 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 nein. Ah, Mann. Und ich wollte jetzt so schön diesen Trick machen, hier und dich wieder begraben mit dem Kies. Na komm. Ich helfe dem sogar noch, oder wie? Oh je. Bleib doch mal. So, jetzt aber. Oh, jetzt hier. Nein, nein, nein. Ach, komm hoch jetzt. Mann. Los. Komm aufs Maul. Komm aufs Maul. Wohin gehst du? Hallo? Hey, ignoriere mich nicht. Hey, hallo. Ich bin ein ziemlich gefragter und bekannter Archäologe. Ach, das kaufst du mir ab.
Hast du dir wehgetan? Leute, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach so... So. Okay, so. Und so und so. Ich habe... Och. Wie tief geht denn das noch runter? Hallo? Ich bin hier der bekannte Archäologe. Eine Treppe, wie für mich geschaffen. Ich traue dem ganzen Vieh nicht. Und da ist noch einer. Was ist denn das hier los? Ist denn hier eine Creeper-Höhle? Eine Creeper-Höhle. Ich mach mal von dir einen Screenshot. Nein, 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 nein. Wow. Warum mache ich sowas? Bin ich denn doof? So. Liebe Leute. Ich weiß, hier gibt es noch sehr viel Eisen. Das möchte ich aber fast gar nicht einsammeln. Aus Gründen, die ich jetzt so nicht wirklich... So. Die ich jetzt gar nicht wirklich benennen kann. Gib mir mal die Schaufel. Gucken wir uns mal an, was es hier noch gibt. Vielleicht in der nächsten Ecke noch ein Creeper? Oder hinter der nächsten Ecke? In der nächsten Ecke. Alter, ich höre doch schon wieder ein Skelett. Aber das ist nicht hinter mir, oder? Ich kriege hier Paranoia. Klick. Hallo? Die sind nicht hier. Hier ist nämlich Dead End. Aber hier irgendwo... Ich höre es doch. Die sind hier irgendwo in der Nähe. Und ja, liebe Leute, ich kriege... Mächtig Paranoia. Wo seid ihr? Leute. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Da hinten? Irgendwo hier lauert der Feind. Ich weiß das. Über mir, unter mir? Boah, die sind so nah. Ich möchte ehrlich gesagt, ich gehe mal wieder zurück. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß es nicht. Wieso ist es hier so dunkel? Okay. Hier ist jetzt auch nicht wirklich großartig was. Ich leuchte trotzdem aus. Ja, mir geht das nicht gut, Leute. Mir geht das nicht gut. Da bin ich die ganze Zeit am Zetern, dass ich in eine Höhle will, beziehungsweise in eine Mine, optimalerweise. Dann komme ich in eine Höhle und scheiß mich wieder ein wie so ein kleines Mädchen. Wobei Mädchen wahrscheinlich noch um ein Vielfaches mutiger sind als ich jetzt gerade. Okay. Ich futter und dann einmal tief durchatmen und dann weiter. Moment, ich trinke mal kurz was.